Sie sollten das sehen. Es geht um Formative and Summative Assessments with Artificial Intelligence. Bevor ich einsteige, kurze Vorstellung. Mein Name ist Jan Rihak. Ich bin Geschäftsleiter Europa. Wir haben auch noch eine Dependance in den USA. Mein Mitgründer ist ausgewandert. Und ab und zu hören Sie auch noch von dem Jonas Loy, aber der ist heute nicht dabei. Wir wollen eigentlich Formative and Summative Assessments mit Artificial KI verknüpfen. Bevor wir das machen, wieso sind Formative and Summative Assessments überhaupt relevant? Wir sehen, dass halt diese Interaktionen, also diese Assessments auf verschiedene Parameter einzahlen, bei welchen die Forschung auch sagt, dass die relevant sind für Lernerfolg. Wir haben uns da die Metastudie Visible Learning von John Hattie hergenommen und haben uns da verschiedene Parameter rausgepickt, beispielsweise den Parameter Feedback oder weitere und nachher angeschaut, ja, erstens mal, sind die relevanter als diese durchschnittliche Effektgröße oder Messgröße für Lernerfolg oder halt überproportional relevant. Oder? Und sobald so quasi diese Effekt-Size Cohen's, die größer ist als 0,4, sagt man, es sei überproportional lernförderlich. Und da denken wir verschiedene Parameter auf die Formative und Summative Assessments positiv einzahlen. Das eine ist das regelmäßige und relevante Feedback, aber dann halt auch, dass man auf Basis von der Transparenz gewisse Aktionen, Aktivitäten oder Maßnahmen ableitet, also Response to Intervention ist sehr, sehr hoch oder 1,29. Oder dann halt auch diese Transparenz der Lehrperson, ob sie effektiv ist, also Teacher Estimate of Achievement, Eigeneinschätzung und dann quasi Kalibrierung gegenüber einer Rückmeldung, einer systemischen Rückmeldung, die halt so ein Summative oder Formative Assessment leisten kann. Also denn da ist hochrelevant für Lernerfolg. Und wir haben das auch gezeigt in jetzt einer Studie mit der EPFL, wo wir effektiv dann eine Korrelation hergestellt haben, statistisch zwischen Assessments und diesen Effektgrößen. Haben auch gesehen, dass es halt noch speziell förderlich ist, wenn man gewisse Einstellungen vornimmt. Das ist in dem Blogpost beschrieben. Aber die Frage ist dann schon, ist jetzt das alles, also wenn man ein Assessment macht, hat das alles die gleiche Qualität, den gleichen Impact. Oder? Und das ist halt so die Gegenüberstellung zwischen auf dem einen Extrem Abfrage von begrifflichem Wissen mit Multiple Choice und auf der anderen Seite halt Fragen, die offen sind, wo man Sachen erklären muss, begründen muss, die halt viel, viel mehr abrufen bezüglich Kompetenzen. Oder? Und das ist jetzt halt schon, also ich meine, man kann auch gute Multiple-Choice-Fragen stellen, aber solche Fragen, wenn man es halt so hart vergleicht, oder, werden diese Fragen nicht gleich engagierend und wirklich aktivierend. Und jetzt sagen wir halt, wir würden eigentlich gern jetzt auch mit einer Plattform wie ClassTime oder einer unterstützten systemischen Plattform, die formative und summative Assessments macht auf digitalen Wege, würden wir gerne auf diesen Kompetenzstufen spielen und halt nicht nur auf Remembering, Understanding von den Bloom's Taxonomien oder Applying, sondern halt weiter hochgehen, oder wo man halt Sachen effektiv formuliert, neue Sachen schafft, also quasi in eigene Überlegungen zu Papier bringt oder dann halt irgendwie aufschreibt und dass man diese höherwertigen Kompetenzen spielt, dass man da quasi über die ganze Bloom'sche Hierarchie durchgehen kann mit so einem Tool, das halt irgendwie mehr kann als nur diese Begrifflichkeiten abfragen mit Multiple Choice. Jetzt ist das natürlich aufwendig. Und da haben wir jetzt halt versucht, auch für den Fall vom autonomen Lernen mit offenen Fragen eine KI zu nutzen, die aus meiner Sicht erstaunlich gut funktioniert, noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber genau das möchte ich jetzt an und für sich gerne zeigen.
Genau, Sie konnten dem, scheint mir, noch folgen. Und ich würde jetzt an und für sich wechseln, den Screenshare auf, mal hier kurz schauen, wo das ist, auf die Demo. Habe ich Screenshare ausgeschaltet. Und jetzt mache ich Screenshare auf. Mal. Verspätung, Verzögerung. Das hier ist es. So. Sehen Sie erneut meinen Screen über das über so eine Question Set mit verschiedenen Fragen. Genau, scheint so zu sein. Ja. Also ich habe hier verschiedene Fragen vorbereitet, oder? Zu Greenhouse Effect und other AI Demo Questions. Und hier sehen wir auch noch die alte Multiple Choice Question, Capital of France. Und dann verschiedene offene Freitextfragen. Auch quasi diese Begründungsfrage, wo man effektiv längere Begründung reinliefern muss, aber dann halt auch so ein bisschen Kurzantworten zur Ozonschicht, ist die nützlich oder nicht? Und dann habe ich hier eine Aufzählung von Begriffen oder Stichworten. Und dann halt auch noch so ein bisschen einfachere Sachen, oder? Quasi irgendwie, wo man nur ein Wort geben muss, quasi in der richtigen Form. Hier Französisch, einfach, dass wir so ein bisschen das Multilinguale reinbringen. Und so Antworten wie quasi nie einfach noch numerisch, oder? Und das, was hier dahinter liegt, hinter ClassTime, das ist jetzt quasi so ein erstes neuronales Netz, welches Sprachprozessierung macht. Und was wir dem neuronalen Netz gefüttert haben in der ersten Initialisierung, oder was wir dem neuronalen Netz jeweils füttern, ist die Frage. Und eine Antwort oder eine Musterlösung. Also nicht verschiedene Begriffe und nicht verschiedene richtige und verschiedene falsche, sondern einfach eine, die richtig ist, oder? Und das System soll daraus dann quasi ableiten können, welche weiteren Fragen tatsächlich Antworten dann richtig sind oder falsch. Und das System macht das mit einem Similarity Match auf die Musterlösung. Lassen Sie uns das vielleicht jetzt mal durchspielen also ich starte jetzt die Session nochmal neu. Ich habe die vor dieser Präsentation quasi initialisiert mit der Musterlösung. Und ich starte jetzt nicht mit der komplexesten hier, Explain the Natural Greenhouse Effect, sondern einfach mit einer ersten, einfacheren Ozonschicht. Das hier wäre die Musterlösung. Ja, die gebe ich rein. Da ist jetzt nicht überraschend, dass er die korrekt nimmt. Und jetzt kann ich aber effektiv, also ich könnte jetzt mit der Antwort spielen. Ich tue so, als wäre ich ein Schüler und kriege die Antwort halt nicht komplett hin, oder? Ich schreibe aber very useful. It protects us from dangerous UV rays. Ja. Und da sagt er, nahe genug an der Musterlösung, sodass er sagt, das werte ich als richtig, oder? Jetzt quasi in der ersten initialen Version wird einfach richtig oder falsch gewertet, weil wir noch keine statistische Handhabe haben wenn es so ein bisschen zu weit weg ist, oder quasi in so einem Graubereich. Wenn ich hier die Antwort ändere und einfach von der anderen Richtung komme, oder irgendetwas Lapidares sage, Banane, das versteht er, oder? Keine Ahnung. Und es ist nicht nur jetzt relevant, weil ich es in Deutsch mache, no idea. Und jetzt, also das erkennt ihr alles als falsch. Und jetzt versuchen wir quasi also eigentlich eine ehrliche falsche Antwort zu geben. Not useful. It's bad for health. Oder? Weil Ozon beim Sport. Hat man auch schon gehört, oder? Beeinträchtigt die Atemwege, oder? Dann sagt er halt auch, ist falsch, oder?
Und so kann man an und für sich, so schafft das System eigentlich in vielen Fällen die richtige Zuteilung. Wenn es nicht korrekt gemacht wird vom System, dann lässt sich das überschreiben. Oder wenn ich das Gefühl habe als Schülerin und Schüler, dass das jetzt doch richtig sein soll, dann kann ich das überschreiben hier und mache eine Rückantwort quasi damit, ein Rückfeedback ans System. Ich habe dann diese Fragen, oder? Effects of Global Warming, hier jetzt einfach, um als Basis diese Musterlösung herzunehmen, füttere ich die ein und fange auch gleich an zu verändern. Und da kann man dann vielleicht auch sehen, da werde ich verschiedene Veränderungen machen, die vielleicht dann halt nicht gut genug sind im Resultat, dass es trotzdem richtig gewertet wird. Oder wenn ich hier zum Beispiel schreibe, also beispielsweise einfach Permutation mache oder davon, das ist kein Problem. Das wäre ein Problem, das wird er richtig erkennen. Das ist die Permutation. Das wäre nur ein Problem von der korrekten Auswertung, wenn ich es quasi in der Sequenz hätte quasi auflisten sollen. Und jetzt kann ich hier sagen, ich nenne nur drei. Dann sagt er mir, trotzdem ist noch korrekt, oder? Wenn ich fünf hätte nennen sollen, dann wäre das halt nur auch, hätte ich sagen können, das ist jetzt an und für sich nicht das, was ich, wofür ich 5 Punkte geben wollte. Oder? Also das partielle Punkt, das funktioniert halt noch nicht. Das ist eine statistische Handhabe, die wir uns jetzt quasi erarbeiten. Also so funktioniert das. Hat auch hier wieder irgendwie diese lapidaren Antworten, die sind kein Problem. Oder beispielsweise schreibe ich halt Hunger, Pores und Heat. Oder wenn ich einfach so was mache, ja, sehen Sie, oder? Da sagt er mir jetzt quasi aus der Nähe von diesen semantischen Themen, da habe ich genug quasi drin mit Heat und Habitats Destroyed, oder dass er quasi da eine semantische Connection macht, dass er das korrekt wertet. Und hier müsste ich jetzt an und für sich korrigieren und sagen, das ist mir jetzt quasi zu lapidar, oder? So. Also es funktioniert nicht in allen Fällen richtig, hat eine Tendenz, um eher richtig zu werten als falsch. Und jetzt müssen wir quasi noch, also sicher quasi irgendwo im Einsatz, muss das System noch weiter lernen. Hier eine Frage, das wird korrekt gewertet. Wenn ich es falsch schreibe, dann erkennt er das richtig als falsch. Auch quasi jetzt irgendwo Sachen, die eigentlich vom Verb her nahe an dieser Form sind, aber halt in der falschen Form. Funktioniert auch für Französisch. Auch hier jetzt für diese Kurzantworten, für falsch geschriebene Antworten. Jetzt halt weitere so Kurzantworten, oder? How many obtuse angles are there in an obtuse triangle? Das sind quasi stumpfe Winkel in einem stumpfen Dreieck. Das ist halt ein stumpfer Winkel, das ist auch die Musterlösung. Das lässt sich jetzt auch beispielsweise so ein bisschen umschreiben. One wird korrekt gewertet. Das wäre nur falsch, wenn ich quasi keine nur numerische Antworten hier fordern würde. Und ich kann das auch. Das funktioniert auch noch als korrekt. Und das kann ich jetzt auch, also das ist auch noch korrekt, aber das könnte ich jetzt auch noch, wie soll ich sagen, dem System eine Falle stellen. Zum Beispiel könnte ich schreiben, also ich habe jetzt gesehen, dass there is one einfach nahe genug ist an der Musterlösung. Wenn ich jetzt schreibe, there is one triangle, dann nimmt er das auch noch richtig, obwohl das eigentlich dann hier falsch ist, geht um obtuse angles, oder?
So, das ist so ein bisschen der, die erste Version unserer KI, die wir hingestellt haben jetzt für den Fall autonomes Lernen. Das werden wir auch noch zugänglich machen, so dass wir den Lehrpersonen vorschlagen können, was das System glaubt, was richtig und falsch ist. Und die Lehrperson kann dann quasi diesen Korrekturloop auch nochmal selber machen für die Klasse. Also ist dann einsetzbar auch für Unterricht auf Sekundar- oder auf universitärer Stufe, insbesondere wenn man quasi Testataufgaben gibt oder wie auch immer, die man mit Freitext machen will, wo man halt die Einsparungen mitnehmen will, die ein System liefern kann, jetzt mit dieser Auswertung. Gibt es soweit Fragen? Ich sehe da, es sind Fragen im Chat, die habe ich verpasst. Sollen wir die durchgehen oder wollen Sie sich zu Wort melden? Ich denke, wir können gut starten mit der Frage, die zuletzt im Chat gepostet wurde. Da geht es darum, wie viele als korrekt definierte Variationen der Musterlösung braucht es, um die Musterlösung so weit zu trainieren, dass sich eine statistisch ausreichende Distanz der Erkennung der relevanten Muster ergibt. Das weiß ich nicht, das müsste ich mit dem CTO besprechen. Wir haben, was wir gemacht haben, wir haben mit einem Verlag, der Verlagsentstand Handwerk, haben wir Meisterprüfung gemacht, umgesetzt. Also das ist ein Lehrmittel, sagt man, der hat relativ substanzhaltige Fragen und Antworten. Und da haben wir einfach 5 richtige, 5 falsche definiert, um einfach zu schauen, wie gut schafft er das einzuteilen. Oder? Und das hat er mit irgendwo 87% richtig eingeteilt, also die richtigen richtig gewertet, die falschen falsch. Das waren jetzt auch nicht so lapidare Antworten wie einfach keine Ahnung, sondern quasi ehrliche Falschantworten. Aber wir müssten dann halt effektiv nochmal schauen, also quasi dort, wo es nicht funktioniert hat, oder die 13%, oder dass man dort dann reingeht und schaut, oder was ist quasi dort das Intervall, weil wir machen ein Similarity Matching und es gibt uns eine Zahl zwischen minus 1 und 1 bezüglich Similarity vom tatsächlichen Antwortvektor zur Musterlösung. Und wir müssen dann schauen, für dort, wo es nicht funktioniert hat, wie weit war quasi dort der Wert. Also wir machen im Moment einen Cutoff bei 0,89. Der ist erstmal einfach gewählt von uns, wo wir gesagt haben, das funktioniert so einigermaßen gut. Und dann müssten wir halt irgendwie verstehen, lässt sich diese Abweichung von dieser 0,89, lässt sich das übersetzen in Teilpunkte, wo wir dann quasi irgendwo so eine detaillierte Rückmeldung geben könnten. Das wird aber auch nochmal unterschiedlich sein für verschiedene Fächer. Also man kann sich vorstellen, in der Mathematik gibt es eher einfach richtig und falsch. Oder? Und dann gibt es andere Fächer, die lassen eine höhere Varianz zu bezüglich richtigen und falschen Antworten. Und das werden wir jetzt halt, damit werden wir jetzt arbeiten müssen und dazu lernen müssen. Hat das so ein bisschen, Bernhard, hat das so ein bisschen die Frage beantworten können. Also ich weiß nicht, wie viele Daten ich brauche, bis wir die Erkennung der relevanten Muster geben, aber das wird schon eher Tausende sein. Jetzt nicht Millionen, wir haben es mit Millionen trainiert, aber es wird schon in die Tausende gehen, wo wir dann hoffentlich dann etwas sagen können. Gut, dann nehme ich so die zweite, die sich da anschließt. Wie gut kann das System oder Marion, wolltest du was sagen? Nee, war das? Ja, genau. Ich hätte sonst auch die Frage vorgelesen, aber das ist super, wenn das auch so klappt. Wie gut kann das System schon damit umgehen, dass Lernende Bezugsfehler haben, zum Beispiel Ursache und Wirkung verdrehen, obwohl die richtigen Begriffe genutzt werden?
das kann das System im Moment noch schlecht. Also es wird dort ein Similarity-Match geben, der relativ hoch ist. Und wir werden das jetzt aus dem ersten Stand, das System wird das nicht leisten können. Oder das wird etwas sein, dass wir, wo wir diesen Feedback-Loop brauchen. Und der Feedback-Loop, dem werden wir, wenn wir das Lehrpersonen vorstellen oder quasi die, dem Dozent oder der Lehrperson vorschlagen, was wir denken, das richtig ist und was falsch ist und die Lehrperson das korrigieren kann, dann werden wir dem noch besser vertrauen können als dem Lernenden. Der Lernende wird vermutlich einfach die Sachen korrigieren, die falsch gewertet wurden, also irrtümlich falsch gewertet wurden oder fälschlicherweise falsch gewertet wurden und wird sie auch richtig korrigieren versus das andere. Und da werden wir darauf bauen, dass wir halt effektiv noch in Produktion oder quasi im Unterrichtsgeschehen diese Rückmeldungen mitnehmen und damit arbeiten können. Es wird aber halt auch hier, wenn wir mit standardisierten Fragen arbeiten können, beispielsweise von Verlagen, wo wir tausende halt Antworten kriegen. Wir haben das teilweise schon, oder wo wir eingebettete Fragen haben im Lehrmittel, die werden immer gleichgestellt und tausendmal gelöst. Dort wird das System dann halt relativ detailliert dazulernen. Wenn ich eine neue Frage komplex stelle, wo man halt zwischen Ursache, Wirkung unterscheiden muss und das System kennt die noch nicht und hat keine Feedback-Schleife dazu nutzen können, dann wird das noch nicht so gut funktionieren. Ich hoffe, das hilft. Kann die Musterlösung auch eine Audio sein, beispielsweise eine Vorlesungsaufzeichnung? Also wir können Audios können wir hinterlegen in der Fragenbeschreibung. Audios hinzufügen, Videos und Bilder. Sieht man meinen Screen? Ich glaube schon. Ne? Genau, und in der Lösungserklärung kann ich schon Audios hinterlegen, aber via Link, oder? Also ich kann jetzt noch keine Dateien hochladen, dann diese quasi irgendwo mit so einem Player abspielen, kannst du mir runterladen. Aber also es werden auch Sachen sein, die kommen. PowerPoint-Folien machen wir auch quasi nur via Link, dass wir die verlinken. Inskünftig werden da halt weitere File-Types ermöglicht sein, dass man die hochladen kann. Das ist dann mehr so ein bisschen noch Feature Completion des Tools. Okay, aber genau das ist doch das Entscheidende bei höheren Kompetenzniveaus, sonst bleibt es bei Nenne Antworten auf dem niedrigsten Niveau. Oder das war die Anschlussfrage. Ursache, Wirkung. Ja, I agree. Oder? Und das ist aber halt etwas, wo ich jetzt sagen würde, da kann ein neuronales Netz nicht einfach aus dem Stand für eine neue Frage, ohne sozusagen Steighilfen, also was will ich sehen, in welcher Reihenfolge, ohne die Steighilfe, habe ich wenig Chancen, einem System das abzunehmen. Oder da brauche ich quasi wo das Zutun der Lehrperson. Also es gibt dafür keinen Silver Bullet. Oder wir versuchen irgendwo hilfreich zu sein, aber es wird immer so sein, dass man gewisse Dinge nicht abdecken kann oder dann halt auch erst mit der Zeit mit einem bestimmten Trainingseffekt. Oder dort ist dann halt irgendwie extrem wichtig, oder dass man so ein Tool wie ClassTime dort einsetzt und so einsetzt, dass es hilfreiche Mehrwerte liefert. Aber wir haben jetzt nicht den Anspruch, also wir das schaffen wir auch nicht, oder dass wir quasi irgendwo diese weiteren Interaktionspunkte zwischen menschlicher Art, zwischen den Schülern, zwischen der Lehrperson und der Schülerin und dem Schüler substituieren können. Oder dass teilweise auch nicht nur quasi, oder das Zusammenspiel zwischen Kausalität, Ursache, Wirkung, sondern halt auch
oder wie interpretiere ich das Resultat, ob ich es jetzt gekonnt habe, oder angenommen, die Rückmeldung ist richtig, oder dann kommt ja dann auch nochmal ganz viel mehr dran, also anschließend, oder? Also wie interpretiere ich jetzt, ob ich es heute gekonnt habe, oder ich konnte 40% der Antworten richtig lösen, letzte Woche nur 30%, ist jetzt gut oder schlecht, oder? Aber ja, also ich wollte da einfach auch ehrlich sein, oder, Herr Koch? die Musterlösung auf Basis der Audio generiert wird. Nee, also wir haben das noch nicht, dass wir einfach das reinsprechen kann. Vielleicht geht es auf dem Handy. Das Handy kann das, kann ja alle in allen möglichen Apps kann man reinsprechen und dann erkennt Siri oder das Handy das, aber quasi hier im Browser haben wir das noch nicht. Ich hoffe, das war hilfreich und ich hoffe, ich habe die meisten Fragen covern können. Sicher nicht alle. Ich schaue auf die Zeit, wir haben noch eigentlich 2 Minuten. Hier haben Sie auch nochmal diskutiert, oder, zu den ganzen Multiple Choice und wie wir das, wie die Taxonomiestufen da spielen. Ich finde das Thema auch sehr, sehr spannend. Wenn Sie Inputs haben, dann schreiben Sie uns gerne, gehen Sie auf Classtime und sprechen Sie uns an. Sie finden uns im Chat oder jetzt halt auch quasi wo meine Kontakte über die Präsentationsunterlage. Super. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Und dann werde ich hiermit auch schon die Session schließen und Sie alle zurück in die Lobby schicken. Perfekt. Danke, Antonia. Und danke, sorry für den Namensdreher. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich... Kein Problem. Namensdreher. Wunderbar. Viel Erfolg. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.